Hallo, ich begrüße Sie hier zum Video des Abschnitts Outlook starten und kennenlernen. In der Einleitung habe ich ja die Bedeutung der Symbole erklärt. Mit dieser Schaltfläche hier kann man sich das Video, was ich jetzt gerade aufnehme, dann hinterher nochmal anschauen. Und mit der Schaltfläche hier, da kann man im Prinzip das elektronische Handbuch oder die Beschreibung von Outlook von Microsoft abfordern. Ich habe hier im Augenblick die PowerPoint-Präsentation noch vor mir und will Outlook starten. Da klicke ich drauf. Outlook ist gestartet. Ich sehe hier, dass ich hier die zwei Mails schon in der Post, im Posteingang habe. Einmal von Anton, eine Mail mit dem Begriff Datenbank. Und dann steht hier einmal von mir selbst eine Mail, das war aber die Testnachricht, die verschickt wurde, um festzustellen, dass das Konto erfolgreich eingerichtet wurde. Also die untere Mail hat da keine Bedeutung. Jeder, der ein neues Konto einrichtet bei Outlook, der wird von diesem Konto dann auch gleich so eine Testnachricht bekommen. Die kann man dann anschließend wegwerfen. Ist also nur eine Bestätigung, dass die Einrichtung geklappt hat. Ich will jetzt hier den Bildschirmaufbau erklären. Wir sehen hier im Augenblick eine Ansicht, zeige ich hier mal, da sehen wir also, die ist geordnet nach von und hier sehen wir, da sind so verschiedene Layouts hier möglich, wie der Bildschirm aufgeteilt ist. Im Augenblick sehe ich hier links, da sehe ich die Ordnerstruktur, Posteingang oder Papierkorb oder Postausgang oder was ich schon gesendet habe, das sehe ich hier. Der Ordner, der gerade ausgewählt ist, der wird also hier angezeigt mit dem Inhalt, da ist aber beim neu eingerichteten Konto noch nicht allzu viel da. Und hier rechts, da sehe ich dann die Vorschau der Mail, wenn ich darauf klicke, beispielsweise jetzt hier auf das, da sehe ich hier, das ist die Testnachricht und die kann ich natürlich dann auch gleich löschen mit hier, mit dem Symbol des Papierkorbs. Und dann sehe ich hier gleich die nächste Nachricht von Anton, der mich, also ich bin jetzt hier am Konto der Bertha, der mich adressiert hat und mir was zu einer Datenbank beschrieben hat. Der hat also da irgendwelche Erklärungen zu seinen Datenbankerfahrungen. So, das ist also hier der Hauptteil. Da kann man dann gleich mal den Bildschirmaufbau, der hier noch mal erklärt werden sollte, vornehmen, von oben nach unten. Hier haben wir die Symbolleiste für den Schnellzugriff. Da kann man also die wichtigsten Dinge einstellen, die man also braucht. Sinnig ist also öfters das Adressbuch oder Kontakt suchen. Wenn ich das also haben will, dann kann ich da also oben entsprechend einen Eintrag machen. Sie sehen, das lässt sich also einfach einstellen. Wenn ich hier Kontakt doch nicht haben will, gehe ich nochmal drauf, ist es wieder weg. So, dann haben wir hier die Möglichkeit, die Register durchzugehen, also das, die, früher hat man gesagt, die Menüpunkte, die Hauptmenüpunkte. Da habe ich jetzt das Startregister. Gibt es also noch andere? Ansicht ist zum Beispiel sehr wichtig. Da kann ich eben wählen, dass ich hier eben den Ordnerbereich, wie ich den haben will, oder den Lesebereich. Ne? Im Augenblick habe ich den also hier rechts, ne? Und das wollen wir also hier soweit zur Kenntnis nehmen. Sie sehen, automatisch habe ich hier zu dem Register, wo ich gerade raufgeklickt habe, die entsprechende Menüleiste oder, ja, wie heißt das hier, Menüband, man sagt Menüband, habe ich hier vorliegen. Und das, was wir also dann am Anfang hatten, war das Menüband zum Register Start. Da kann ich also hier oben gleich eine neue E-Mail starten. Da will ich aber jetzt nicht. Gehe ich also, schließe ich also gleich wieder. Und da kann ich also auch beispielsweise, wenn ich den Löschenbefehl nicht hier durchführen will, kann ich das auch hier machen. Also hier sind die wichtigsten Sachen drin, die man am Anfang braucht, wenn man einfach sein Postfach aufmacht. So, was gibt es da noch, was man hier beim Starten erklären sollte?
Die Ordnerstruktur habe ich schon erklärt. Hier unten haben wir dann die einzelnen Komponenten von Outlook. Im Augenblick bin ich bei der Mail, aber ich kann ja auch auf den Kalender umwechseln oder auf die Kontakte oder hier auf die Aufgaben. Und dann gibt es hier noch ein paar weitere Punkte, sprich Notizen und Ordner, die ich mir also dann hier vornehmen kann, um da zu verwalten. Wird man am wenigsten brauchen, diese Navigationsoptionen, es sei denn, man steckt da sehr tief drin. Was am meisten am Anfang gebraucht wird, ist die Mail. Und da wollen wir dann also auch gleich mal schauen, wie das weitergeht. Ich klicke hier auf Neue E-Mail und kann dann gleich mal eine E-Mail verfassen. Mein Absendername, der ist hier als bei von eingetragen. Wenn ich mehrere E-Mail-Konten habe, das ist im Augenblick der Fall, dann kann ich hier auch eines der anderen Konten auswählen. Ich bin hier noch drin als Anton. Wenn ich jetzt stelle vor, ich bin Assistent oder Assistentin, dann könnte ich also hier für meine Kollegen oder meine Vorgesetzten was schreiben, für den Konrad oder für den Anton. Und dann kann ich das also hier einfach auswählen. So, ich lasse es aber jetzt mal bei Bertha. Und das ist also der Absender. Dann gehe ich hier hin und da suche ich mir beispielsweise den Konrad Rennert aus. Und der wird also diese Mail bekommen. Wenn der Kollege, der Wilhelm Rennert, was bekommen soll, kann ich das also auch hier unten auswählen und gehe dann auf OK. Und da sieht man, der Konrad kriegt also die Mail, der Wilhelm kriegt das zur Kenntnis, Kopie oder Carbon Copy, dafür steht das CC, das steht da. So, dann schreiben wir hier noch das rein, was da so eine Mail ausmacht, ein wichtiger Betreff. Hier schreibe ich hier mal nur das Wort Test rein. Da kann man dann auch einen kleinen Text zu schreiben. Hallo Konrad, ich teste meine Mail. VG, wie viele Grüße? Bertha. Also ich antworte jetzt mal mit Bertha. So, dann war es das schon. Ne? Wer soll es bekommen? Wer kriegt eine Kopie im Betreff? Und dann kommt die eigentliche Mail. Das ist natürlich jetzt alles in Sparform und schon kann ich das senden und die Mail ist raus. Dass sie raus ist, sehen wir hier bei gesendet. Da steht sie, Test, ne? Da kann man also die dann angucken. So, dann soll das hier fürs Erste reichen. Wir haben gesehen, Menüstruktur, durch die Register kann man also gehen. Dann haben wir hier die Navigation durch die Ordner, was im Ordner ist. Und wenn ich dann eine Mail ausgewählt habe, wie diese hier oder diese hier, dann sieht man hier im rechten Bereich eine Vorschau. Das soll zum Start reichen. Ich schließe dann mal und bin dann wieder hier beim Ausgangspunkt Outlook starten und kennenlernen. Das wär's. Das Video können Sie dann später über diese Schaltfläche hier abrufen und nochmal anschauen. Vermutlich wird das aber nicht nötig sein, weil das Ganze ist ja schon sehr intuitiv. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.